Na, dass ich erstmal so ein bisschen Kleinkram hier habe. Oh, ist okay. Hier noch ein bisschen auffrischen mit 32 Gold. Zack. Bieten. Tolles Geschäft. Way. So. Dann lass doch mal gucken. Ich habe jetzt Platz für 20 Gewicht ungefähr. Wo ist Sulik? Der überladene Sulik. Wo ist er denn? Da kommt er. Sulik. Das kann ich Sulik nicht ansprechen. So. Tauschen. Gibt's mir mal so weit hier. Ach, siehst du. Kannst du aber nicht so viel tragen. Nimmst eine Schaufel im Gegenzug. So. Okay. Okay. So. Verkaufen wir erstmal den Skorpionstachel. Dann ist er weg. Die wiegen immer so, so viel, ne? Das ist der Hammer. 10 Gold. Wow. Oder okay, Dollar. Wie auch immer. So. Das ist jetzt wieder ein bisschen Handelei. Und dann machen wir noch ein bisschen Laderei. Also Lagerei, besser gesagt. So. Du hier. Was du wollen. Tauschen. Ich weiß auch gar nicht, was hier in meinem Inventar so viel wiegt. Gut, das sind halt 10. Die hier kannst du erstmal haben. Das sind 3 Gewicht. Ja gut. Ein Stack Munition ist, glaube ich, halt immer ein Gewicht, ne? Na gut, die Gewehrpatronen sind so ein bisschen. Sind nicht ohne. Feuerzeug wiegt nichts, aber dann ist es weg. Das hier wären wahrscheinlich 34 Gewicht, ne? Nee, es wiegt gar nichts. Kann ich gar nicht vorstellen. Und das Gegengift? Ah, ein Gewicht pro Stück, okay. Na, es läppert sich, ne? Es läppert sich leider alles. Das Dynamit ist natürlich halt auch so ein bisschen gewichtig. Oh ja, sogar sehr. Nehmen wir mal Sonnenbrille, nehmen wir mal das hier. Das dazu. Das Bild. Vorne Bild. Ah, das sollte gehen, ne? Ja. Vielleicht die auch noch? Jo, das geht. Sehr schön. Vielleicht die noch? Eine Zange. Hat er dann theoretisch noch ein Gewehr, ein Brecheisen. Kann ich auch noch mitnehmen, sehr schön. Ein Seil vielleicht. Das geht nicht, das ist zu gewichtig. Gut. Okay. Das wär's erstmal, das tauschen wir erstmal ein. Gegen Zeug. Was verkaufst du hier? Tralala. Gut, also, okay, was hast du im Angebot? Tralala. Ich möchte haben die restlichen Stimpaks. Mentats. Wozu sind die eigentlich da? Pillenschachtel mit bewusstseinsverändernden Präparaten. Verbessert gedächtnisrelevante Funktionen und beschleunigt andere mentale Vorgänge. Starke Abhängigkeit, sehr gut, okay. Bräuchte vielleicht auch nicht. Kann ich vielleicht meine Mentats verkaufen? Weil, ne, was du nicht brauchst, das brauchst du nicht. Macht Sinn. Retterway ist dann schon interessanter. Aber halt auch teuer. Gucken wir mal, wie viel wir hier mitnehmen können. So. Mhm. Mhm. Hier ist noch ein Schwertchen. Hier ist noch ein Bild. Gecko heute. Luftpistolen hätte ich jetzt mal gesagt, Leute. Dinger hier, eine Zange. Oh, und für viel mehr reizt nicht. Ja, das ist ja hochentwickelt, ne? Solange die Wirkung hält. Wenn stärkere Reflexe verbessert, stark suchterzeugend. Na gut, für das will ich dir auch nicht. Die Waffe Red X, dass ich halt strahlend geschützt bin und Red Away ist für, wenn ich halt radioaktiv verseucht bin, dass das halt weggeht.
Okay. Gut. Ist auch teuer geworden mit seinen Dingern da. Ich dachte, er wird günstiger hier. Kannst auch knicken. Oder war das gar nicht der, der mir einen Rabatt gegeben hat? Ich weiß es gar nicht. Egal, weg ist weg. So. Jetzt hat Zulik auch wieder ein bisschen Platz. Ich habe wieder ein bisschen Platz. Ich habe sogar gar nicht wenig Platz. Das finde ich nett. Na gut, gar nicht wenig. Ist immer noch 119, ne? So, dann gehen wir ganz kurz in unsere Lagerhalle. Legen dann dort Munition ab. Nehmen vielleicht Munition mit. Ich weiß es noch nicht. Jetzt lauf doch mal. So. Also unsere Scharfschutzgewehr-Dingens da braucht diese Dingens-Munition, ne? Muss sowieso gucken, wer jetzt noch Munition hat hier. Das hier mal wieder zusammenlege. Das hatte ich hier irgendwann schon mal ein bisschen sortiert, deshalb Munition, glaube ich, alles auf einen Haufen liegt, mehr oder weniger. Ja, mehr oder weniger. Ja. Packen wir das mal dahin, wo die andere Munition ist. Kann hier vielleicht, keine Ahnung, was reinlegen. Hier Schuldscheine. Ja, gut, die wiegen jetzt nichts, aber dann ist es halt erstmal weg. Kann mir zur Not halt wiederholen, ne? Ein Brecheisen kann hier rein. Achso, da ist kein Platz mehr. Okay. Gucken wir mal, habe ich das hier hin gepackt, die Munition? Nö, aber hier kann Brecheisen rein. Bitteschön. Ich brauche auch jetzt nicht so viel Right Away. Von denen jetzt vielleicht auch nichts. Obwohl, ja gut. Diese komischen Sicherheitsschlüssel brauche ich, glaube ich, jetzt auch erstmal nicht. Tagesausweis brauche ich auch nicht für einen Bürger. Falsche Bürgerschaft, was hier brauche ich auch nicht. Keycard für den gelben Reaktor. Das war gelber Sicherheitsschlüssel. Deswegen brauche ich, glaube ich, auch nicht. Schlüssel zur Trapperstadt brauche ich auch nicht. Dann lege ich das halt erstmal ab. Den Sheriffstern brauche ich erstmal auch nicht. Oh mein Gott, er legt endlich mal was ab. Ja, ich bin so ein furchtbarer RPG-mäßig. Das ist so schlimm. Da, das ist die Munition für unser Snipergewehr. Die nehmen wir mal mit. Legen das dann ab. Legen die ab. Ne? Die hier. Rein damit. Das da. Rein damit. Ach, da ist jetzt kein Platz mehr. Ja, das ist ja toll. Lass du wollen. Denn wir haben jetzt gänzlich gar keinen Platz mehr hier. Hm, guck mal. Ganz viel Munition für meine Dingens. Okay. Dann ist er das los. Ich krieg das da auch ums Verrecken nicht rein, ne? Doch, das geht. Und das hier? Das geht auch. Okay. Okay, okay, okay. Aber das nicht. Nö. Hm. Kriege ich das vielleicht hier rein? Nein, ist auch alles voll. Was ist denn da noch alles drin? Gecko heute. Ja, weil ich die auch überall haben muss, ne? Was hast denn du noch dabei? Munition. Das eine ist auf jeden Fall für deine Waffe. Das kannst du mir mal geben. Das kann in das eine Dingens hinein. Das auch. Okay. Das wär's erstmal. Ist das da drin? Ist das da drin? Ich habe keine Ahnung. Hm.
Hat er mir das jetzt gegeben? Habe ich nicht auf Tauschen gedrückt? Ich mal wieder, weißt du? Konzentration gegen Null. Typisch Mammut. Noch irgendwas? Nein. Tauschen. Sprechen. Tschüss. So. Dauert nur 5 Stunden hier. Das ist da drin. Das hier ist auch drin. Gut, dann gehen wir jetzt mal zur Seite. Verdammt, ich stelle mich jetzt einfach hier hin. Passt das hier rein? Auch alles voll. Passt das vielleicht hier rein? Habe ich denn nirgendwo Platz für so eine Scheiße? Das gibt's ja nicht. Bin aber auch verdammter Messi, ne? Ich habe eigentlich alles, aber nicht das, was ich brauche. Okay, ich probiere mal was aus. So, nicht die Pistole, die ich suche. Oh, es gibt so viele Pistolen, alle sehen sie irgendwie ähnlich aus, finde ich. Aber nicht das, was ich suche hier. Ist hier denn ein Kampfmesser drin, das ich rausnehmen kann? Auch nicht. Diese Rüstung, ist die dann da drüben drin? Ne, das ist eine andere. Da ist eine. So, könnte das theoretisch da rein? Geht nicht. Ach, aber das geht. Hä? Gut. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall Munition für unser Scharfschützengewehr. Kann keiner was dagegen sagen. Jetzt müssen wir halt nur noch zusehen, dass wir jetzt, keine Ahnung, das auch einsetzen können. Ich speichere erstmal. Dann bin ich immer überlegen, ob ich jetzt mit einer Karawane nach zur NKR-Reise oder ob ich dort mal zu Fuß hingehe. Ich bin ja eigentlich immer noch für zu Fuß. Und wenn wir dann in der NKR waren, dann würde ich eigentlich gerne dann zum Bunker 15. Eigentlich. Du begegnest einigen Mafiosi. Ach, ist dem so. Guten Tag. Na, na, was haben wir denn da? Reisende, tschüss. Die wollten ja nichts von mir. Also von daher. Ich hätte sie natürlich fertig machen können, aber. Ja, nö. Nö, 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 nö. Muss nicht sein, muss nicht sein. Guten Tag. Was haben wir denn hier Feines? Unwichtige Person. Einmal einen Kopf, bitte. Das habe ich verfehlt. Gut. Dann habe ich halt verfehlt. Aus unserem Gebiet. Ja, ja. Was wollen die denn schon großartig von mir? Guck dir das an, wie sie umfallen. Einfach nochmal nachtreten bei Leuten, die auf dem Boden liegen. Gut, Zulik. Gut so, weiter so. Steve wird noch was. Jetzt habe ich schon wieder verfehlt. Hallo? Geht's noch? Hau ab! Hau selber ab, Penner. Was machst denn da in der Motorhaube? Ja, ja. Jo. Cassidy kriegt ganz schön viel Schaden. Gefällt mir natürlich nicht. Das haben wir auch gleich geändert. Ups. Da ist meine Schrotflinte ausgerutscht. Ich weiß auch nicht warum. So. Ja, für 85, für das, was wir an Schaden gemacht haben, das geht besser. Das geht besser, du. Was haben wir da? Aha. 223er Pistole. Wie viel macht das denn so an Schaden?
nur mal so theoretisch. 20 bis 30? Okay. Reichweite 30, das ist auch ganz okay. Da haben wir Munition. Das Gewehr ist bestimmt auch ganz nett im Verkauf, aber hey. Was denn das? Ein Flammenwerfer. Sowas haben wir schon, aber die Kanister nehmen wir mal mit. Haben wir hier noch ein bisschen Schrotflintenmunition. Nehme ich immer gern. Die Schrotflinte ist wirklich ordentlich, finde ich. Kann man machen. Und diese komischen Patronen hier, so. Wir wechseln mal auf jeden Fall die Waffe. Dann würde ich das halt gerne mal probieren. Bei nächster Gelegenheit. Wenn wir mal wieder auf Feinde treffen. Ne? Gibt's ja bestimmt auf dem Weg hierhin nochmal. Gottesanbeterin. Okay, ich kann nur einzelne Schüsse machen. Ich kann nicht Dauerfeuer machen. Aber 23 Trefferpunkte mit einem ganz einfachen Pistolenschuss. Das ist heftig. Und Munition haben wir dafür erstmal reichlich. Also wirklich reichlich. Na, so kann man machen. So. Easy. Ja, lass mal gehen, ne? 420 Erfahrungspunkte für so ein paar Luli-Gegner. Ist okay. Nicht so wie bei der anderen vorhin da. Mein gut, waren jetzt auch nicht viele Gegner. Ist auch nicht so viel ausgehalten. Ja, gut, aber. Haben doch nicht wenig Schaden gemacht. Ja, guten Tag. Ihr habt einen Flammenwerfer oder sowas. Das gefällt mir gar nicht. Nee, das ist dieses Lasergewehr, ne? Das, was Sulik derzeit noch im Inventar trägt. Okay. Aber die Pistole fetzt auch ordentlich. Ja, trifft deinen Kollegen da hinten, ist okay. Einmal. Nochmal auf dich hier. Achso. Lade nach. Hat halt jetzt nicht so das größte Magazin, aber ganz ehrlich, das ist in Ordnung. Das ist eine Pistole. Und sie bluten. Sie bluten. Ich lasse alle ausbluten hier. 505. Das ist okay. Einmal hier. Einmal da. Zack. Nehmen wir alles mit. Kann doch nicht Munition hier liegen lassen. Wo kommen wir denn da hin? Das ist wieder ein Flammenwerfer, ne? Ja. Nochmal weißt du ja nie, wenn man nochmal einen Flammenwerfer gebrauchen kann. Ich glaube, das ist relativ gut gegen sowas wie Deathclaws und sowas. Von daher, ist schon okay. Überreste von Mortenbruder, aha. Leichte Hilfswaffen. Ja. Wir nehmen mal leichte Hilfswaffen mal mit. Was ist denn das genau? Leichte Hilfswaffen, sieht aus wie ein Snipergewehr. Diese militärische Hilfswaffe hat das beliebte Bipap-Design. Dadurch wird die Handhabung dieser Waffe im Liegen erschwert. Aus diesem Grund wird nur von Einheiten der Nationalgarde verwendet. Die Waffe gilt dennoch als zuverlässig vielseitig für ihre Größe. Mindestens Stufe 6, okay. Okay, was war jetzt da der Schaden? 20 bis 30. Mit einer höheren Reichweite.
Und großes Magazin, ja, ist okay. Nehmen wir mal erstmal. Und hat Dauerfeuer, theoretisch. Macht Kacke. Wow. 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 Geil. Tschüss. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Und Cassidy ist tot. Wie seid ihr jetzt nochmal dran? Ich bin dran. Hallo? Ich bin dran, ja? Sure. Aber der hat genau so ein Lasergewehr, was ich haben will. Okay. Aber wieso waren die jetzt dran, ja? Finde ich nicht okay, ja? Ich war dran. Ich war wirklich dran. Siehst du, so wie jetzt. Ich überlege, weglaufen oder kämpfen. Wobei kämpfen halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass ich das schaffe. Ja, mit den paar Trefferpunkten, die jetzt da landen, hauen die den Cassidy halt echt um. Das heißt, das ist mehr Glück als Verstand hier. Dadurch, dass ich jetzt den Cassidy auch nicht heilen kann. Und ich wahrscheinlich jetzt wieder den Raketenwerfer abbekomme. Also entweder sie töten halt mich oder aber Cassidy. Und an den Speicherstand, den ich habe, da habe ich halt wieder meine Waffen nicht, ne? Jo. Alles klar. Schön, dass wir darüber geredet haben. Vielen Dank fürs Auseinandernehmen. Ja. Ich bin. Gut. Das heißt, ich habe nicht mehr meine tollen Waffen. Meine Waffen. Die sind weg. Und das ist der zuletzt gespeicherte Spielstand. Na gut, ja. Dann würde ich mal sagen, ich heile mich sowieso hier erstmal hoch. Und, ja, dann machen wir uns dann in der nächsten Folge dann vielleicht nochmal auf in die neue Kalifornische Republik. In der Hoffnung, dann etwas lebendiger dort drüben anzukommen. Vielleicht dann wieder mit meinen tollen Waffen, die ich da auf dem Weg dahin gefunden habe. Aber ob das klappen wird, ist halt so eine Geschichte. Aber ich hoffe einfach mal. Bis dahin wünsche ich auch noch viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Fallout 2. Bis denne.